das Pult will nicht so richtig, doch jetzt. Meine Damen und Herren, die AfD hält Wort. Wie von mir bereits in den frühen Morgenstunden des 15. Juni 2018 angekündigt, es war so etwa 2 Uhr, der eine oder andere wird sich von Ihnen erinnern, reden wir nun wieder einmal über einen AfD-Antrag, der die Wiederherstellung rechtsstaatlicher Zustände in Deutschland zum Inhalt hat. Diesmal geht es um das Familienrecht, das im vergangenen Jahr auf verfassungswidrige Abwege geraten ist. Wir erinnern uns. Hals über Kopf und von peinlichem rot-grün-buntem Klamauk begleitet. Ich sage nur irres Herumgetanze und Konfettikanonen hier im Bundestag. Hals über Kopf wurde am 30.06.2017 das Gesetz zur sogenannten Ehe für alle beschlossen. Dafür stimmten alle Rot-Grünen. Gespalten war die CDU-CSU-Fraktion, nachdem Frau Merkel huldvoll, aber wohl versehentlich, den eigentlich gar nicht existierenden Fraktionszwang aufgehoben hatte. Etwa 75%, Sie erinnern sich vielleicht, etwa 75% der CDU-CSU-Abgeordneten insgesamt, darunter nahezu alle CSU-Abgeordneten, sprachen sich gegen dieses rot-grüne Ideologieprojekt aus. Gegen ein Projekt, mit dem das verfassungsrechtlich geschützte Institut der Ehe als dauerhafte Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau auf dem Altar der bunten Beliebigkeit geopfert wurde. Als erster Schritt übrigens, meine Damen und Herren, ich vermute, dass als erster Schritt in Richtung gänzliche Beliebigkeit, denn demnächst wird es wahrscheinlich möglich sein, dass mehr als 2 Personen heiraten, wahrscheinlich wird es dann möglich sein, auch die anderen Geschlechter, es sollte so um die 60 Stück geben, dass die untereinander, jeder mit jedem und so, das sind gruselige Vorstellungen für uns, meine Damen und Herren, dass die absolute Beliebigkeit der Ehe von Ihnen hier angedacht und wahrscheinlich auch durchgesetzt werden soll. Das hat uns auf den Plan gerufen, meine Damen und Herren, denn diese Vorstellungen sind nicht nur gruselig, die sind nicht nur gruselig und sie sind auch gruselig mit ihrem Rumgebrülle. Also diese Vorstellungen sind nicht nur gruselig, sondern sie sind auch in der jetzigen Situation, wo sie also noch auf 2 Personen beschränkt sind und auf 2 Geschlechter, schlicht und ergreifend verfassungswidrig, meine Damen und Herren. Und genau darum geht es hier und heute. Es geht nicht, und jetzt hören Sie genau zu, es geht nicht darum, jemandem vorschreiben zu wollen, mit wem oder mit wie vielen er, sie oder es oder wie auch sonst die Bezeichnung sein soll, sein Leben gestalten will. Da mischen wir uns nicht ein. Allerdings mischen wir uns ein, wenn verfassungswidrige Gesetze gemacht werden oder gemacht wurden. Und genau das ist hier geschehen. Ausgangspunkt ist, wie Sie alle wissen, Artikel 6 Absatz 1 unseres Grundgesetzes, in dem ausdrücklich Ehe und Familie unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung gestellt werden. Und dazu war immer allen, auch den Vätern und Müttern unseres Grundgesetzes, immer allen klar, dass die Geschlechterverschiedenheit ein wesentliches Merkmal dieser Ehe ist. Und das war so glasklar, dass es darüber auch im Parlamentarischen Rat, der ja das Grundgesetz vorformuliert hat, keinerlei Debatte zur Homo-Ehe gab. So glasklar war das jahrzehntelang. Dieses Gesetz Ehe für alle ist daher ein greifbar verfassungswidriges Gesetz, das beseitigt werden muss. Deshalb unser Antrag, meine Damen und Herren. Es gibt auch keine einzige ernstzunehmende Stimme, die unsere Auffassung nicht teilen würde. Insbesondere nicht die Gutachten, die Sie erwähnt hatten. Die lächerlichen Stimmen kommen dann nach mir hier. Sie werden keine ernstzunehmende Stimme von diesem Redner aus hören, von diesem Rednerpult. Das verspreche ich Ihnen. Keine ernstzunehmende Stimme werden Sie hören. Dagegen sprechen übrigens auch nicht die beiden Gutachten aus dem Januar 2018 von Frau Köster-Waldchen oder von Herrn Wollenschläger. Die wägen ab, kommen aber im Ergebnis dann auch zu dem Ergebnis, dass wir eigentlich Recht haben, meine Damen und Herren. Ich lade Sie übrigens gerne ein, im Namen der AfD-Fraktion, sich an einem Normenkontrollverfahren, einer abstrakten Normenkontrolle zu beteiligen, um das 25%-Quorum, was wir als AfD ja leider nicht erfüllen zu können. Sie sollten sich daran beteiligen, denn über 200 CDU-CSUler waren ja dagegen. Sie waren alle dafür, aber sind ja überzeugt davon, dass Ihr Gesetz richtig ist. Warum legen Sie es denn dann dem Bundesverfassungsgericht nicht vor und schaffen so Rechtsfrieden? Wir laufen demnächst mit der Unterschriftensammlung durch die Reihen. Ich bin gespannt, wer sich traut und sagt, ja, wir lassen es darauf ankommen beim Bundesverfassungsgericht. Ich lade Sie dazu ein, meine Damen und Herren. So, es gibt eine Möglichkeit, Sie auf den Pfad der Tugend zurückzuführen. Sie können natürlich das Grundgesetz ändern und den Ehebegriff dann beliebig definieren. Aber genau das machen Sie nicht, weil Sie wissen, dafür fehlen Ihnen die gesellschaftlichen Mehrheiten. Sie sind schlicht zu feige, eine offene Debatte darüber zu führen, was die Ehe sein soll. Sie versuchen es einfach gesetzlich zu regeln, und das geht schief.
Die Konsequenz müsste daraus sein, meine Damen und Herren, dieses Projekt schnellstens aufzugeben und rechtsstaatliche Zustände zu schaffen. Und ich greife der Debatte voraus, der wenig ernstzunehmenden Stimmen, die hier nach mir gleich kommen werden, ich greife der Debatte voraus, Sie werden es nicht tun. Sie werden es nicht tun. Aus ideologischen Gründen werden Sie auf dem rechtswidrigen Zustand, der derzeit herrscht, beharren. Und damit werden Sie wieder einmal verdeutlichen, meine Damen und Herren von den Altparteien, was Sie von dem Grundgesetz halten. Sie halten sich nämlich nur dann an das Grundgesetz, wenn es Ihnen in den politischen Kram passt. Und das entscheidet Sie ganz gewaltig von uns, von der AfD. Meine Damen und Herren, Ihr Verhalten wäre, wenn es so käme, schlecht, schäbig. Ich komme zum Ende. Gehen Sie, nutzen Sie die 38 Minuten, die wir haben für die Debatte. Nutzen Sie sie, gehen Sie in sich. Denn auch hier gilt das, was der Kollege Curio heute Morgen zum Tagesordnungspunkt 4 gesagt hat. Wenn Sie gegen unseren Antrag stimmen, wenn Sie gegen unseren Antrag stimmen, stimmen Sie nicht nur gegen die AfD, meine Damen und Herren von den Altparteien, sondern Sie stimmen gegen unsere Verfassung. Und das dann wieder. Und das sollten Sie nicht noch einmal tun. Ich bedanke mich für die ungeteilte Aufmerksamkeit und bin gespannt auf die Stimmen, die jetzt nach mir reden. Vielen Dank. Der nächste Redner ist für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Dr. Jan-Marco Lutschak.